einzige Bayerin, die inzwischen aktiv ist. Wir haben heute zum ersten Mal auch einen Paradewagen aus Bayern. Wir sind nämlich eine internationale Bewegung. Nicht nur Preußen, sondern auch andere Länder dürfen mitmachen. Wir sind so international, dass wir heute auch einen niederländischen Paradewagen haben. Bitte einen dicken Applaus für Niederlande. Und wir werden nachher auf der Abschlusskundgebung auch noch Schweizer Redner und belgische Redner haben. Keine Angst, wir machen dann Zeichensprachübersetzungen für Leute, die nicht des Englischen mächtig sind. Die Legalisierungsbewegung ist eine internationale Bewegung und deshalb ist es auch ganz folgerichtig, dass es innerhalb unserer Bewegung Menschen gibt, die das Ganze ein bisschen weiter denken als über deutsche Staatsgrenzen und die das Ganze auch ein bisschen weiter denken als nur Cannabis legalisieren, die das als Freiheits-, als Friedensbewegung verstehen. Und deshalb ist es uns als Veranstalter wichtig, dass völlig klar ist, dass wir in unserer Mitte keine Nazis, keine Rassisten, keine homophoben Arschlöcher, kein Pegidonsen zu tun haben. Was wir stattdessen haben wollen, sind Menschen, die sich für Frieden, für Liebe und ein Miteinander engagieren, so wie das die nächste Rednerin tut, die Paula Piquet, eigentlich Sängerin, aber mittlerweile Parteichefin in Spe. Sie gründet gerade die Humanistische Friedenspartei. Danke, Steffen. Hi, mein Name ist Paula Piquet, ich komme aus Berlin. Hallo, hat Freude! Also erstmal einen riesen Dank für den Steffen und sein ganzes Hanfteam. Seit 19 Jahren kümmert er sich darum, dass wir alle hier uns versammeln dürfen und dafür demonstrieren können. Ein Riesenapplaus! Wie der Steffen schon gesagt hat, also ich bin eigentlich Sängerin, ich habe eine Love Parade-Hymne gesungen, eine CSD-Hymne, ich singe auf der ganzen Welt. Mir hat es gestunken. Es hat mir so gestunken, dass ich im Januar gesagt habe, es ist Zeit, eine Veränderung zu beginnen. Und zwar ein Systemwechsel. Das fordert keiner bisher. Und wir haben gesagt, es reicht. Wir wollen, dass die Menschen menschlich leben, rauchen dürfen, was sie wollen, rauchen dürfen, was sie wollen, nehmen dürfen, was sie wollen. Wir wollen informieren, wir wollen versuchen, allen zu erklären, hey, pass auf, wenn du das machst, da gibt es auch Nebenwirkungen, da kann auch dies und jenes passieren. Wir sind aber für dich da. Und es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ja, ich will kiffen. Cannabis ist unheimlich wichtig in der Medizin, das hat man ja inzwischen überall auch gehört. Es ist wichtig, dass die Patienten eine Methode bekommen, in der sie nicht so viele Nebenwirkungen haben und nicht die Pharmaindustrie Geld machen. Also wir wollen mit Natur Geld machen. Die Frage, die uns auch Humanisten immer wieder so in den Kopf kommt, eine Pflanze zu verbieten? Wer steht über der Natur? Wir? Das muss aufhören! Diese Logik, die bisher stattgefunden hat in unserem System, aus allem immer nur Geld und Profit zu machen, sollte langsam der Vergangenheit angehören. Wir sind intelligent genug, um zu wissen, was gut und schlecht für uns ist. Im Zeitalter von Internet sollte das doch wirklich eine Möglichkeit geben. Dann gibt es natürlich nicht nur das Kiffen und die Medizin, sondern Hanf als Rohstoff. Meine Großmutter hatte riesen Hanffelder. Sie hat davon geschwärmt. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir mit verdammten Plastiktüten im Jahre 2015, wo wir so kleine Chips herstellen können, immer noch Plastik herstellen. Warum denn nicht mit Hanf? Was ich nur zu euch sagen will, ich bin froh, dass so viele da sind und ich wäre noch glücklicher, wenn noch mehr Menschen dazu kommen. Und zwar weiß ich nämlich selber, dass wir so viele Kiffer in Berlin haben. Die trauen sich nur nicht hierher, weil sie Angst vor Verfolgung haben. Und das muss aufhören. Unser hart verdientes Steuergeld geht in so viele Verfolgungen, vor allem auch Cannabis-Menschen, Cannabis-Patienten, die noch keine Genehmigung bekommen haben. Da gibt es nämlich noch genügend, die darauf warten. Wir wollen, dass das endlich aufhört. Unser Geld soll nicht für Menschen ausgegeben werden, die wegen Cannabis in den Knast kommen. Aufhören damit! Sofort! Also, alles, was ich immer nur sagen kann, ist, benutzt euren klaren Menschenverstand. Dann klappt's auch. Ich danke euch und viel Spaß heute!
Danke, Paula. So, wir Organisatoren, uns ist natürlich die ganze Zeit langweilig. Ihr könnt das vorstellen, wenn man so ein ganzes Jahr eine Anfahrt organisiert, da ist die ganze Zeit Langeweile. Und deshalb lassen wir uns jedes Jahr eine kleine neue Aktion einfallen. Das Hanfblatt kennt ihr ja nun schon ein paar Jahre. Aber heute wird es den ersten Hanf-Jesus nach 15 Jahren oder sowas wieder geben. Wir haben ein großes Kreuz gemacht, das zeigt, welche alltäglichen Probleme uns das Hanfverbot auferlegt. Und das ist dementsprechend schwer geworden. Wenn ihr ein Interesse daran habt, uns dabei zu helfen, das über die ganze Strecke zu transportieren, wenn ihr auch mal der Christus sein wollt, ist mir egal, welchen Geschlechts, habt Spaß damit, findet euch bitte da drüben bei dem Warthäuschen ein. Da ist die Lotte, die zeigt euch das Joinkreuz. Gibt's einen schönen Umhang. Ich hoffe, das wird eine lustige Aktion, die viele, viele Fotos bringt. Nicht immer ist die Arbeit für die Legalisierung lustig. Die allermeiste Arbeit für die Legalisierung findet so ein bisschen im Verborgenen statt. Denn es gibt Menschen, die jeden Tag aufstehen und was für die Legalisierung tun. Zum Beispiel haben wir hier in Berlin den Luxus, dass es ein Hanfmuseum gibt. In diesem Hanfmuseum wird auch die Hanfparade organisiert. Ohne das Hanfmuseum wärt ihr alle heute nicht hier. Deshalb einen dicken Applaus bitte für den Chef, den wir nicht haben, nämlich Rolf Eggenhaus.